bollocks. I told those idiots not to let anyone through. You. Name, rank, and reason for interrupting an active crime scene. For your sake, the last one better be bloody good. Seid ihr Devila? Valeria schickt mich. To fetch her another bottle of mead, no doubt. Yes, I'm Devila, the unfortunate colleague. Unless you've got useful information, leave me to my work. Duke Stalmane's dead, and I've got to find who killed her. Ja, von der Liste mit Mordopfern berichten, die du gefunden hast. God, that's it. Proof that I was right. I've been working on an assignment, see? A research project of sorts. I knew my conclusions were sound, but this... I never expected this. I'll tell you what I know. A century ago, there was a man. Saravok Anchev. He was a child of the god of murder, Baal. He ruled the Iron Throne. A dark tower hiding a darker secret. It was the front for a deadly arms dealing network. There, Saravok amassed an army and sought to become a god. Under his stewardship, the Baal Temple was revived. And with it, the Baal cult itself. Fortunately, the temple was destroyed. And to cleanse the city of Saravok's memory, the Iron Throne was torn from its foundations and cast into the Cheomthar. For most, that was the end of it. But cults like that don't disappear overnight. That list you spoke of confirms I'm right. The Baal cult is back. And someone is out there, continuing Saravok's work. Und jetzt? Warum glaubt ihr, dass nicht Saravok selbst ist? I've not ruled out the possibility that it is Saravok himself. The brutality of the killings is certainly reminiscent of his work. But there's something more here. Something new. There's a reference to these murders. A certain flair. It's as if they were done in worship. The precision of the cuts. The depth, the execution. The best butchers in Faerûn couldn't make a cut like that. Trust me, I've asked them. I tried to explain all this to my superiors, but they wouldn't have any of it. They told me to drop it. Told me the city doesn't need another conspiracy theorist and to get back to doing my job before they find someone else to do it for me. But you... You're not bound by such constraints. Oh, help me out here. Help the city out. I bet if you follow the trail of these murders, you'll be able to unearth the truth of this resurgence. Mhm. Könnt ihr... was ist mit den anderen Opfern auf der Liste, denn die noch leben? There are patriarchs on the murder target list. I'm oathbound to secure them first, so I'll be heading to the upper city next. While I'm there, the other potential victims will be at risk. Could you warn them? Mal sehen, was ich tun kann, ja. Thank you. That's all I can ask. And more than I hoped. Once I'm done with the Patriarchs, I'll head to Basilisk Gate to have another go at convincing my superiors to put some resources into this matter. Meet me there, if you've anything more to report. And good luck. Gern geschehen. Haben wir hier noch etwas für uns? Okay. Irgendwas? Kohleeimer. Irgendwie, er hat von oben, ne?
irgendwas von oben nimmt. Da. Da, weggeworfene Weinflasche. Strange bottle. Even stranger smell. So, zuerst mal alles aufheben. Ich meine, Range und Engine, ne? Seifenstück brauche ich jetzt mal nicht. Mordkarte. Der Stadtplan weist eine einzige Markierung auf, einem Mordschauplatz, an dem die Opfer grotesk in Szene gesetzt wurden. Okay. Stehlen. Lots of blood. Some pink stains too. Also verwenden kann ich es nicht. Wir könnten es aber natürlich noch kaputt machen. Um zu schauen, ob irgendwas darunter wäre. Tatortnotizen aufgezeichnet von Devela Urquell. Opfer: Herzogin Balin Stillman. Ort: Privatraum oben in der Taverne Elfgesang. Todesursache: mutmaßlichen Blutverlustes. Beobachtungen: Ritualmord. Rechte Hand fällt, sauber abgetrennt, vermutlich vor dem Tod. Zeichen der Absoluten auf dem Boden, leere Flasche kürzlich geleert, vielleicht Gift, Motiv vermutlich Ballistenritual, sagt das aber Valeria nicht. Verdächtige? Nee, machen wir nicht. So, was ist denn hier mit dem? Bin ich blind? Giftresistenz. Das hat es jetzt aber nicht hier reingemacht. Da. Verwenden. Even stranger smell. Also okay, das ist nur das. Ja, okay, dann aber hier hat es noch. Nein, dann war es draußen. Dann habe ich mich versehen. Und zwar hier. Ah, Dachterrasse. Alter, wie herrlich das aussieht, das Spiel. Gut, hier irgendwie fehlt, glaub was, aber. Genial, wie das ist. Oh, das wäre so schön, am Schluss einfach hier oben zu chillen und einfach gemütlich seinen Tag zu haben. Ein Auszug aus die unmöglichen, aber wahren Abenteuer der Tullebrooks Morgin. Das haben wir schon gelesen. Bierhumpen. Könnte es wie ein Assassine über die Dächer. Tja. Und wir haben noch gar nichts von der Stadt gesehen. Noch gar nichts. Nur weiß ich jetzt nicht mehr, wo runter. Mist. Wo geht's runter? Eine Laute. Nehmen wir noch mit. Ach, hier. Brückenpassage zur Taverne. So. Dann einmal runter. Aber sehr genial gemacht. Sehr genial. Richtig happy. Aber es gibt noch einiges mehr, was wir jetzt Ausgang. Das ist da, das ist da. Da haben wir noch ein paar Leute zum Bequatschen. The
service here is worse than ever. What do you have to do to get a drink around here? Aufmerksamkeit machen. Gortash is a vision, sure enough. On days like this, I miss the forest. I used to scamper amongst my woodland friends, if you can believe it. Here, not a squirrel in sight. Wie gut das Spiel neu ist. Tears balls. Just lost the best job I ever had. Easy work in the upper city. But you don't care. And why should you? Sorry I said anything. Oh, Rausschmeißerin. Welcome, traveler. Remember, this ain't the blushing mermaid. It's the elf song. So behave yourself. Ich finde ihren Akzent genial. Dann sorgt ihr hier sicherlich für die Sicherheit. That's right. And a lonely job it is too. When you're the muscle, no one thinks about your heart. Harte Schale, weicher Kern. Very funny. Go on inside. We're looking for comedians. Ja, das Orkblut, das ist immer temperamentvoll. Ich wusste ehrlich gesagt. When I think about the poor refugees starving in Rivington, I could just weep. I believe I'll drown my tears in another brandy. Okay, hilft nicht, aber wenn's dir hilft. Nein, aber vorher bei alle Antworten waren blöd. So, siehst du nicht nahbar aus, dann hätte sie dir sicherlich eine ins Gesicht gegeben. Und das mit dem Schulterklopfer, das wirkte für mich jetzt noch das Anständigste von allem. La la la, di da di dam di di, bam bam bam. Didi, didi, duba, dida, bam, bam. Hallo Bedienung, was ist das Beste auf eurer Getränkekarte? Was singt ihr da für ein Lied? The Roses of Eliant. I may work for a hard-hearted rat-fucker, but I still keep a song in my heart. Vincent here is a wastrel and a scapegrace, but he does amuse me. Okay. Now don't believe anything Kay over there tells you. She's an awful liar. Okay. You want the who's who and the what's what? Speak to Karis. She's always got the best goss. None of it's been wrong yet. Ist sie eigentlich von der Oberstadt und dass man sie nicht erkennt, einfach so eine schäbige Kapuze rübergezogen? I would love to have seen Gortash's coronation, but I would have to have skipped the after feast. I'm on a strict diet. Okay. Hauptsache die Diät durchgezogen, ne? Gortash. An Archduke? Saw him once at a distance. Looked like too much of a pipsqueak to fill those boots. Die normale Bevölkerung ist nicht so überzeugt von ihm. So, Türen aufmachen. Mal ein wenig Durchzug. So. Hey, der hat doch Asterions Kleider gestohlen. Hat der mich betrogen? Oh, Briefkasten. Lesen.
Danke, dass ihr die Vase meiner Frau repariert habt. Sie ist traurig, seit die Oberstadt abgeriegelt wurde und sie ihre Geschwister nicht mehr sehen kann. Und dies wird sie auf jeden Fall aufmuntern, denn die Vase war ein Geschenk von ihnen. Ich zahle euch einen Bonus zu eurem Honorar wegen der Dringlichkeit und als Dank für eure sorgfältige Arbeit. So. Oh, do you actually want one? Sorry, can't sell you any right now, but you can look. Mum will be back soon. I mean, shopkeeper will be back soon. Finde ich irgendwie nice. Just another crate. Was ist denn das für eine seltsame Kauze? We've got no choice. We have to do what he says. Wer? Listen and submit to the mistress of disease. Oh, gods. Be spouting a load of crap. Don't waste your time. Habe ich mir jetzt irgendwie auch gerade gedacht. Komm. Ach, eine Stahlwache. Ich dachte schon, was klappert jetzt da? Da sind überall Flüchtlinge. Treffen wir uns in diesen... Eine hastige, hingekritzelte Notiz. Ich habe die Informationen, die ihr wollt. Ihr hattet recht, die Mitgliedschaft im Tempel wächst. Ich werde euch alles über ihr sogenannten Tribunal erzählen. Trefft mich morgen, ihr wisst wo. Ein Streifen Papier, auf dem in Blut die folgenden Worte geschrieben stehen. Ich habe euch gefunden. Ihr seid nicht gekommen. Ist euch nicht klar, dass ich für euch den Hals riskiere? Ich kann auf diese Informationen nicht sitzen bleiben. Sie werden mich finden. Ich gebe euch eine letzte Chance. Trefft mich heute Abend oder kontaktiert mich nie wieder. Die Behörde für Abflüsse und Kanäle weiß um das Problem des penetranten Gestanks, der aus den runden Gullideckeln strömt. Der Zugang zur Kanalisation der Stadt bietet. Der Stamm der Gossenkobolde, der beauftragt wurde, um den Durchfluss in den Abwassertunnel zu gewährleisten, wurde offenbar durch unbekannte Kräfte oder Umstände getötet oder vertrieben. Die dadurch entstandenen Blockaden ist Ursache für den unangenehmen Geruch. Die Behörde ergreift gegen geeignete Maßnahmen zur Behebung der Situation. Versucht bis dahin bitte nicht selbst tätig zu werden. Es ist Bürgern verboten, die runden Kanalisationszugänge zu nutzen. Überlasst das den Abwasserprofis. Stereon? Komm mal, Schätzchen. Zitadellenrüstung. Ach, ja. Aber gut. Still breathing, despite everything. Wow. Unechter Kopf von Balthasar. This corpse has been desecrated, displayed, and there's nothing random about it. Abgetrennter Narrenbecken. Balthasar der Fünfte. Das Abbild von Balthasar, dem es an Ehrgeiz mangelte. Welchen Nutzen hatte seine Weigerung? Er hielt sich für frei, aber das Schicksal fordert dennoch seine Leichnam. Darunter steht eine übertriebene Handschrift verfasst in Blut. Orin die Rote. Circus Blood.
What an end for Dribbles the Clown. Oh. At the ready. Weg. Nur weg. We are all going to die. Some of us really intend to do so. Wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Ich würde nochmals hier nach vorne, dass wir da schön systematisch Baal-Tempel dürfen wir noch nicht betreten. Ich möchte Lisel gerne retten. Auch wenn sie nicht immer die Liebste ist oder die Angenehmste. Ja, I'll give it a shot. Lieber die als... Selun. Mondbrosche, Sichermondohrring, Selunitenamulett. Speer, Schild, Eisenbär. Statue des Helms. Statue des Tür. Statue Selun. Statue der Mystra. Statue der Götter. I need a quick word. Greetings, child of faith. Be welcome to the Stormshore Tabernacle. You have come far, I perceive. How may I serve you this day? Wer seid ihr? I am Vicar Humbletoes, guardian of the Stormshore Tabernacle. I keep the peace in this sacred place and guide those in need. Okay. Was kann ich hier tun? Here, clerics may commune with their gods and even hear their responses, if they are so favored. I am also granted the power to provide holy resurrection through sales of revivification scrolls. Verkauft ihr heilige Gegenstände? Of course, my child. Within limits. Behold my wares. Also, nur denk, dann lesen wir uns doch mal da ein wenig durch. Also, nekrotische Resistenz, physische Resistenz, Elixier der Unverwundbarkeit, aha. Heldenmut, Drang der höchsten. Dimensionstür, Töne. Kreuzfahrermantel. Paladin wäre das so geil. Der heilige Stern, geißelnder Schlag, bewirkt bei einem Treffer Einzug lang Leuchtkugel beim Ziel. Geweihte Waffe. Mit dieser Waffe getroffene untote Kreaturen werden möglicherweise vertrieben. Was ist denn das? Belebende Hände. Aegis Hände. Wenn du eine Kreatur heilst, erhält sie den Effekt von Klingenbann. Wenn du eine Kreatur wiederbelebst, erhält sie den Effekt von Todesschutz. Das ist stark. Was ist denn das? Kreuzfahrermantel. Strahle heilig Macht aus, die Verbündete in der Nähe ermutigt, ihre Waffenangriffe und bewirken zusätzlich. Nehmen. Der. Sieben bis 17. Nee, den lasse ich. Den lasse ich. Das auf jeden Fall. Aber laute, das kann weg. Der kann weg, der kann weg, der kann weg.
Rubinring kann weg. Ja, das ist mal so das. Also das würde ich. What's next? Ich würde da mal ein wenig Schriftrollen verkaufen, weil ganz ehrlich, ich nutze die. Die würde ich dennoch behalten. Beistand, Dimensionstür auf jeden Fall, Dunkelsicht, nö. Eiswand. Federfall auf jeden Fall. Furcht. Hilfe des Schutzes werde ich nicht. Gnosemuster sowieso nicht. Kettenblitz. Eher nicht. Monster festhalten. Unsichtbarkeit auch nicht. Tanzen auch nicht. Beherrschen würde ich mal noch. Plage auch. Steinhaut werde ich nicht drauf kommen. Telekinese habe ich noch nie gebraucht. Werde ich nie brauchen. Todeskreis, tödliches Phantom, Unsichtbarkeit. Verwandlung, nö. Verwirrung, nö. So, dann haben wir eigentlich auch wieder das Geld mehrheitlich zusammen. Zwei nekrotisch, ein D4 Gleisen. Ich würde Selun gerne das bei ihr so belassen. Hey, good looking. 8 bis 18, aber der ist 9 bis 22 und so. Und der ist zweihändig. Die Waffe der Waffen, ich lasse den mal. Ich lasse den mal vorerst wirklich hier. Einfach um das mal so sein zu lassen. Ach, hier draußen. Dann lesen wir uns mal Haushaltsgebet lesen. Lathander erleuchte, Sulune geleite, Kelemwo richte und weise in die Weite. Nix. What hiding Divine here? Protectors of Baldur's Gate, hear this humble plea. Shield our people from the depredations of the absolute heretics. Bless them with the strength to endure and the courage to resist. So may it be. So may it be. Diese Geschichte lässt kein Detail aus, so unbedeutend es auch sein mag, und bietet dem Leser einen wirklich umfassenden Einblick in das Leben, den Tod und die Wiedergeburt des Kindes von Loth und Kerelon Lerithain, der Göttin Eilstrae. Ein Abschnitt lautet wie folgt. Ein wichtiger Hinweis. Unsterbliche wie Elistre haben einen anderen Blick auf Beziehungen als wir. In den leidenschaftlichsten und lebhaftesten der Gottheiten, wie sie eine ist, ist dieser Blick kalt, abstrahiert gar. Denkt an Telemus' Theater der Distanz. Dem Zuseher wird irgendwie Abstand zwischen sich und dem Geschehen zugestanden, tauscht aber gleichzeitig in das Erlebnis ein. So denken Gottheiten, so sehen sie alles in einem Auditorium der eisig langen Unendlichkeit auf den billigen Plätzen ganz oben. Kein Wunder, dass Elistrea zu gleichen Teilen lächelt und weinte, als sie ihre Mutter besiegte. Richter der Verdammten. Ein Auszug aus dem Buch, in dem impfigen Mogros die eigenartige
theistische Geschichte der Gottwertung Sterblicher beleuchtet. Viele Herren der Toten gab es bereits, die über verlorene Seelen ebenso geurteilt haben wie über gefundene. Zu ihnen zählte auch Kelemvor, ein harter Mann von noch härterem Glauben. Als sterblicher Mann war er ein Söldner mit der stoischen Überzeugung eines Paladins, die unter einer Kruste aus Grimmigkeit und Griesgrämigkeit verborgen lagen. Als Herr der Toten war er gezwungen, beide Aspekte seiner Persönlichkeiten abzumildern, denn die Impulsive eines Sterblichen und die eines Gottes sind nicht vereinen. Hear this humble plea. Shield our people from the depredations of the absolute heretics. Bless them with the strength to endure and the courage to resist. So may it be. So may it be. Sterbliche wie eine gewisse Launenhaftigkeit zugestanden. Sterblichen wird eine gewisse Launenhaftigkeit zugestanden. Doch die Unsterblichkeit schleift diesen Stein schnell glatt. Und Kelemvor entschied sich für kühle Besonnenheit statt kalte Bosheit. Was? Gnomenvater. Die Einführung von Gnomenvater lautet wie folgt. Der prachtvollste, geselligste und insgesamt heuchlerischste aller Götter, besonders für Gnomen, die diese Eigenschaften frömmlichst verkörpern, ist Glittergold. Ein beliebter Spruch auf Gnomenfesten geht zurück auf Gals Antworten an den wahnsinnigen Propheten Osterfeld, der Gal den Mond, die Sonne und alle funkelnden Sterne versprochen hat, wenn er nur 3 Rätsel beantworten könnte. Woraufhin Gral antwortet, erzählt das doch eurer Großmutter väterlicherseits. Woraufhin Gral antwortet, erzählt euch Großmutter. Okay, irgendwie abruptes Ende. Verbannte. Der Autor von Gnomenvater hat auch dieses Buch verfasst. Verbannte ist sehr viel düsterer und voller solcher Abschnitte. Und Latgyr, Gott der Duega, verzieh die steinerne Gesichtszüge und knurrte: Ihr Hunde, ihr räudigen Köter, ich lasse euch häuten, ich beziehe Lauten mit euren Eingeweihten. Welche wunderbare Musik wird dann meine Hallen füllen? Hört mir gut zu, ihr Geifer und Tölen. Sklaverei ist Freiheit, Freiheit von schwierigen Entscheidungen und von Verantwortung. Wenn man einen Elfen versklavt, kettet man ihn an, ein wenig Nutzen. Die wimmernde, messerohrige, Nacktschnecke, man sorgt dafür, dass er ein wenig was wert ist. Nun erdrosselt eure Moral und bringt mir Vasallen. Ist sehr viel düsterer und voller solcher Abschnitte. Und Landgür, Gott der Duega, verzieht die steinernen Gesichtsauszüge und knurrt: Ihr Hunde, ihr räudigen Köter, ich lasse euch häuten, ich beziehe Lauten mit euren Eingeweihten. Welche wunderbare Musik wird dann meine Hallen füllen? Hört mir gut zu, ihr Geiferer und Höhlen. Sklaverei ist Freiheit, Freiheit von schwierigen Entscheidungen und von Verantwortung. Wenn man einen Elfen versklavt, kettet man ihn an ein wenig Nutzen. Die wimmernde, messerohrige Nacktschnecke, man sorgt dafür, dass er ein wenig was wert ist. Nun erdrosselt eure Moral und bringt mir Vasallen. Verbannte ist ein sehr viel düsterer und voller solcher Abschnitte. Und, da ist, glaube ich, irgendwas Copy-Paste gemacht und dann falsch gekommen. Nee, stehlen tun wir hier nicht im Heiligtum. Wir lesen uns. Wir wollen die Großzügigkeit der versammelten Gläubigen von Baldur's Tor nicht
verheeren. Alle Spenden fließen in die Pflege des Tabernakels und in die Bezahlung des Personals in diesem Verehrungssaison. Helm 50.000 GM, neun Rinderherden, eine Auswahl kostbarer Edelsteine, 16 ausgestochene Augen. Eingeweideopfer sind beim Tabernakel höchst unwillkommen. Selun, 47.000 Goldmünzen, eine Lieferung magischer Lampen, 3 Salonspiegel, Alabaster, Schmiedeeisen und Silber, mehrere Kerzen, als wir zählen konnten. Dank der großzügigen Spenden von Thymaras Herde an das Tabernakel können wir stolz bekannt geben, dass eine neue Statue der freigebigen Thymora in Auftrag gegeben wurde. Möge ihr Glück mit euch sein. Ein unfertiger Entwurf für ein neues Gebet, das sich an das ganze Pantheon richtet. Den Spuren nach werden es bereits häufig überarbeitet. Oh, all ihr Götter! Nein, zu aufdringlich. Erhöre mein Gebet, nah und fern, o herrlicher Pantheon. Oh ja, viel besser. Ich flehe euch alle an, und das aus gutem Grund. Ohne göttliche Eintracht kann es keinen wahren Frieden geben. Diese Stadt, dieses Land wird von einer Macht bedroht, die eure Göttlichkeit herausfordert, all eurer Göttlichkeit. Die Geschichte ist gezeichnet von den Schlagabtäuschen und Streitreihen des Göttervolks. Aber in seiner Sache könntet ihr mir nicht widersprechen, nicht einmal du, Talos. Göttlichkeit muss man sich verdienen, nicht einfach beanspruchen. Ketzer suchen unsere Welt heim und bedrohen eure Gläubigen. Daher bitte ich euch, einen Hauch von Frieden untereinander zu schließen. Wir brauchen alles, was wir kriegen können. Mit all unserem geballten Glauben erhört unser Gebet. Da muss definitiv nochmals Feinschliff gemacht werden. Da sind sogar Rollen schon rausgefallen. Seelenschmied. Lektion von Helm. Einführung in den Seelenschmied. Zwergische Mythen sind so packend, weil das Skelett ihrer Geschichte an ein Handwerk des modernen Zeitalters geknüpft ist. Die Knochen bestehen aus Stahl, Eisen, Nickel, Kupfer und unzähligen Metallen, die legiert und erhitzt und an den Schweißnähten der Legenden verbunden wurden. Moradin, Seelenschmied, Allvater, soll die Zwergenspezies aus dem innersten Kern des Planeten Abarthoril erschaffen haben. Indem sie diese Geschichte weitererzählen, verbinden die Zwergen sich mit der Schmiedekunst. Mit einem kräftigen Hammerhieb zapften sie eine Erzader der Metaphern an und entdeckten eine Vorkommen von kultureller Bedeutung. Denn Zwerge werden nicht so fleißig geboren, so steinwürdig, so geologisch geschickt. Nein, ganz wie das Wachstum Wachstumslager buschiger Bärte ist das ein erlerntes Verhalten. Also manchmal habe ich halt einfach eine ganz andere Satz- und Gedankenstruktur, wie halt Autoren in den Büchern schreiben, und deshalb verhasple ich mich so oft beim Vorlesen, weil ich ganz anders denke, ganz andere Satzformulierungen habe. Und auch außerdem im Schweizerdeutsch, ich bin ja Schweizer, haben wir, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Zeitform, wir haben eine Zeitform weniger als im Deutschen, und wir
kürzen und setzen auch anders Verben und Adjektive manchmal. Und ich lese, ich habe schon ungefähr, was kommen kann im Kopf, setze mir aber im Kopf anders zusammen, lese zwar richtig, setze es aber im Kopf verkehrt zusammen, verhasple ich mich dort, weil das, was ich lese, stimmt dann nicht mehr mit dem überein, was ich sage, und das gibt mir Kopfschmerzen. So. Divine protectors of Baldur's Gate, hear this humble plea. Shield our people from the depredations of the absolute heresies. So, jetzt muss ich kurz mal was trinken. And the courage to resist. So may it be. So may it be. Dieser Text konfrontiert dich mit den harten, sturen Grundsätzen des Gottes Helm. Niedergeschrieben und ausgelegt von einem Paladin namens der Hering des Untergangs, muss sterben Aureli. Das ist jetzt ein sehr seltsamer Name für einen Paladin, aber okay. Er gab sich diesen Namen, weil er überzeugt ist, dass die Organisation der Xanathar nicht von einem vieläugigen Betrachter angeführt wird, sondern von einem Wesen, das er Hering des Untergangs nennt. Die Grundsätze selbst sind der übliche religiöse Kram. Sie heben sich nur dadurch leicht von anderen ab, dass Helm sehr auf den Schutz der Schutzbedürftigen bedacht ist. Nach Helms Lehre muss man für die Schwachen und Unterdrückten einen Schild aus Stahl bilden und ihnen Mitgefühl entgegenbringen. Also, schlecht ist das jetzt grundsätzlich jetzt mal nicht. Thymora, Glücksgöttin. Eine Liste mit Schwüren und Redewendungen, die einen Thymora-Segen einbringen und Glück bringen sollen. Durch das Lächeln der Glücksgöttin, Thymora, ich rufe dich an, Würfel mein, bring Glück mir ein, dreh dich, Schicksalsrad, Herrin der Diamantenglitzerwürfel, Herrin des Glücks, Herrin des guten Schicksals, bitte hab Gnade, scheiße noch ein. Alter. So, und jetzt ist natürlich wieder der Kalender aufgegangen. Vielen Dank, dass ich da erinnert wurde, aber das stört im Spiel. Also ihr seht es nicht, aber ich sehe es auf dem Bildschirm. Also, ja. Der gerechte Gott Tyr verlor seine rechte Hand an den Chaoshund. Chaoshund Xef, einen Verschlinger von Seelen und einen der urzeitlichen Mächte des Bösen. Eine Bitte. Jetzt richtig, Alter. Eine Koalition von Göttern, die alles daran setzte, Ketzef zu besiegen, verfolgte den Hund bis ins Ödland des der Verderbnis und Verzweiflung und bot ihm einen Pakt an. Sollte es dem Hund gelingen, vom Schmiedegott Gond gefertigte Kette zu springen, so würden die Götter ihr Bündnis aufgeben und Ketzef in Frieden lassen. Ketzef war skeptisch, doch er willigte ein. So gelang Tyr, seine Hand in das Maul des Hundes legt. Tyr blickte auf die geifernden Kiefer jeder Zahn so lang wie ein Speer und willigte augenblicklich ein. Natürlich hatte Ketzef nicht bedacht, wie stark die Kette sein würde, die im Höllenfluss Kyktos verankert und von Mystra gesegnet worden war, der Göttin der Magie. Da er sich nicht befreien konnte, biss er Tyr die Hand ab und Tyr verödete den blutenden Stumpf und lebte für immer nur mit einer Hand weiter, als sei es ein Ehrenabzeichen. Was es auch war, ein Zeichen von Ehre und Verwegenheit und Mut.
Manche Wörter würde ich jetzt anders benutzen. Also ich kann von der Satzstruktur schon sagen, okay, stimmt, aber irgendwie würde ich es anders schreiben. Dieser Text ist voller charmanter Kurzgeschichten über Yolda, die Matriarchin, Beschützerin und Schöpferin der Spezies der Halblinge. Hier ist eine dieser Geschichten. Es war einmal eine Gemeinschaft junger Pucks und ordentlich hübscher Halblinge, welche Lurmilaken genannt wurden. Keiner von ihnen war schon alt. Sie hatten ihre Gemeinschaft kürzlich erst gegründet, aufgebaut und auf der Gemeinsamkeit, dass sie alle stark und voller Leben waren, damit alle zum Erhalt und zum Aufräumen und zum Reparieren und zum Flicken beitragen konnten. Und. Da kann man mit Komma arbeiten, bitte. Und so weiter. Halblinge haben viele solcher Aktivitäten. Es war daher ein großer Schock, als eine alte Frau kam und darum bat, in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Sie sagte ihr, sie sei nicht willkommen und als sie sie höflich, aber sehr bestimmt fortschickten, zog sie in die nahegelegenen Wälder. Die Lurmilaken konnte nicht wissen, dass sie dort Zuflucht suchen würde, also denkt nicht so schlecht über sie. Doch Zuflucht suchte sie, als die Werwolfmänner, die im Wald lebten, die alte Frau ausrauben wollten, segnete Yolanda die Alte mit Sticknadeln von makelloser Schnelligkeit. Sie strickte den Werwolfsmännern Kleidung, die sich ausdehnten, um ihren monatlichen Verwandlungen Platz zu bieten, und sie eskortierten sie zurück zu den Lurmilaken, die alte Frau akzeptierten und den Tadel der Werwolfsmänner erduldeten. Diese waren nämlich gar nicht amüsiert darüber, dass die Halblinge keinerlei Mitgefühl für eine so kluge Alte gezeigt hatten. Also manchmal sind's echte Zungenbrecher für mich, die Worte. Dieses Tagebuch protokolliert das Leben von Johann Wiesling, der unter Lykanthropie litt und sich bei Vollmond in einen Werbären verwandelte. Nachdem ihn eine Priesterin der Selun von seinem Leiden heilte, tauschte Johann Wiesling seine Klauen gegen ein Zweihandschwert und eine Aufgabe. Diese Priesterin, sie hieß Erlona, auf den Straßen und Wegen vor jeder Gefahr zu bewahren. Darüber hinaus wollte er ihre vielen Wunder bezeugen, denn Erlona war eine Heilige der Göttin und wirkte mehr Wunder, als er je hätte erträumen lassen. Die beiden verliebten sich ineinander, doch ihre Freundschaft war etwas Besonderes. Verzierte Holzluke. Dann haben wir jetzt noch auf dem Boden. Möge alle, die durch die Stadttore treten, wohl auf und sicher sein. Lasst sie in den Stadtmauern sichere Zuflucht finden. Lasst ihre Lieben an ihren Seiten sein, die Kinder in den Armen ihrer Eltern. Ja, das hoffen wir alle. Eine Schriftrolle mit grundlegenden Gebeten zu den mächtigen Gottheiten der Reiche. Bahamut, lass mich nur das wahre Licht der Gerechtigkeit sehen, o tapferer Edler. Korelon, ich bete, dass meine Seele mit dir über Mond und Sterne geleiten möge, Elfenvater. Elistea, dein Schwert möge meine Ketten zerschlagen, o Silberdame, auf dass ich in deinem Reigen? Okay, das sagt mir jetzt persönlich nichts. Ich hätte Reihen. Dass ich
in deinen Reihen einstimmen kann. Ja, das würde ich noch eher sagen. Reigen. Muss ich mal später nachschauen, was das heißt. Gal Glittergold, gewähre mir nur einen Fragment deines Verstands, mein Herr. Mehr erbitte ich nicht. Grumsch, für Klinge zu Bauch, Hals und Schlag... Was? Kling... Für Klinge zu Bauch, Hals und schlagendem Herz, erhöre mich. Helm, wache über meinen Weg, Herr, denn werde ich unbeirrbar sein. Elmata, bis mich meine Kraft verlässt, o Leidender, werde ich einen Teil deiner Bürde tragen. Kelemor, bemiss uns nicht an unseren Sünden, o Meister der Waage, sondern am Wert deiner dankbarsten Toten. Laduguer, wir wandeln in Abscham und Dreck, möge dein harscher Befehl auf ewig unsere Schritte antreiben. Lathander, ich werde allen, die im dunklen Wandel deine heilige Morgenröte schenken, o Morgenfürst, erhöre mein Gebet. Lath, ich werde dein Netz des Chaos, Mutter, ich spinne in deinem Namen, auf, dass ich meinen Faden niemals entwirre. Alter sind viele. Miliki, führ mich, wie nur du es verstehst, du führst, du flüsterste, boah, durch flüsternde Blätter und sanfte Grasland. Moradin, ich bete zu dir, auf dass meinen Hammerhand stark, meine Handwerkskunst beharrlich und mein Werkzeug getreu deinem Abbild bleiben möge. Mystra, ich entbiete deinem Gewebe mein Flehen und meinen Glauben und hoffe, dass meine Magie deine Augen erfreut. Okma, was auch immer ich sagen könnte, du weißt es bereits, daher werde ich unsere Weisheit mit jenen teilen, denen es daran mangelt. Selun, möge dein Mond mein Licht sein, denn soll mein Schwert zu deinem leuchtenden Symbol werden. Schar, Mutter der Nacht, taucht meine Schritte in Schatten, wenn ich im Lichte wandeln, erhöre mein Gebet. Talos, schütze mich in deinem Gewitter, o Sturmbringer, meine Kraft möge dein sein. Divine protectors of Baldur's Gate, hear this humble plea. Shield our people from the depredations of the absolute heretics. Bless them with the strength to endure and the courage to resist. So may it be. So may it be. Tempus, mächtiger Feindhammersch. Verzeihung. Tempus, mächtiger Feindhammer, schenke mir deine Kraft in deinen rechtschaffenden Kriegen. Tiamat, zahlreiche Stimmen beschwören deinen Hunger in dieser Welt, Herrin. Lass mich die lauteste von ihnen sein. Thymora, ein flüchtiger Hauch deiner Gnade ist ein mächtiges Geschenk, Göttin des Glücks. Tyr, lass mich deine Augen sein, o Blinder, dann werde ich die Welt deiner Gerechtigkeit zuführen. Flakith. Talflakith Kithrik. Talvakith Takhi. Talvakith Is Ak. Ja. Githyankisch, ne? Yolanda. Schenk mir großzügig ein Mutter. Möge mein Kelch niemals leer sein. Ah, schenk mir großzügig ein, Mutter. Ja. Ich sollte definitiv mehr lesen im Privaten, dass es besser wird im Let's Play. No, never mind. Anwesenheitsskript für Exorzisten zur Verlesung beim Entfernen besetzten der Geister. Es ist natürlich klar, dass Besessenheit eine angsteinflößende, schwierige Zeit sein kann. Es ist ganz normal, Sorgen und Fragen bezüglich des Vorgehens zu haben. Behaltet sie bitte dennoch bis zum Ende für euch. Ich werde als nächstes eine
harmlose exorzierende Anrufung vollziehen, und zwar Gutes und Böses bannen, Person, Fluch brechen, Gegenstand, Zutreffendes verlesen, um die Person, Gegenstand, Zutreffendes vorlesen, im Handumdrehen von andersweltlichen Einfluss zu befreien. Nur wurde die Person, Gegenstand, Zutreffendes Alter, was ist denn das für ein Blödsinn? Habe ich das schon gelesen? Das auf dem Tisch? Weiß ich noch nicht. Just keep your hands to yourself. You're being watched. Darf ich es nicht lesen? Okay, dann gehen wir. Oder warte mal, wenn ich die anklicke. You see an altar dedicated to Saluna. Die Inschrift am Altar lesen. An inscription reads, let all who worship the changing tides of life and knowledge feel the blessings of Saluna. Trust in the purity of my light. See the constancy in its inconstancy, and you will be guided aright. Your scholarship of religion tells you no more. Wits and blades always shall we mal mit ihr. Saluna. You feel the chill gaze of the moon maiden upon you. Saluna welcomes you. An inscription reads, let all who worship the changing tides of life and knowledge feel the blessings of Saluna. Trust in the purity of my light. See the constancy in its inconstancy, and you will be guided aright. As a moon-bathed cleric, this is your moment to bask in her lunar light and imbue your spirit with her majesty and grace. Ja, dann bring mal ein Opfer, liebe Schattenherz. Es muss großzügig sein. Haben wir würde gerne schon etwas Wertvolles geben. Das würde ich eher weniger. Hier haben wir, würde ich aber noch gerne behalten eigentlich. Den behalten, spurloses Gehen behalten. Ah, ist ganz schwierig, ne? Verdächtiges Gift möchte ich nicht. Alter, was kann ich denn entbehren? Ja, eigentlich Heiltrank, ne? Den. Your offering is accepted, but more evidence of devotion is required. No.
Frostkegel. So, mal die Ringe. Die ist einfach diebisch. Still alive, so that's progress. Aber okay, dann lassen wir das mal fürs Erste. Den Speer möchte ich durch gerne noch behalten. Also.